Es ist Sonntag und damit endlich mal wieder pünktlich Zeit für eine Trailer-Rotation, nachdem ich letzte Woche etwas die Sache verpennt hatte. Dafür könnt ihr euch in dieser Folge auf eine extra lange Show freuen. Es geht los mit dem Story-Trailer zu Disintegration, wo wir diese Woche auch einen Release-Termin erfahren haben. Am 16. Juni soll das Spiel für PS4, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden. Ich wollte euch diesen Trailer ja eigentlich schon in dem Vorschau-Video von vor ein paar Wochen zeigen, aber da gab es das noch nicht. Ich habe euch das Vorschau-Video aber nochmal verlinkt. I'm no different. Not one step further. See what we've got. 5 integrated outlaws. Sir, have you got weapons and shelter in there? Maybe you could give us a chance to rest. We may have more of interest to you than guns. Grav cycles? A working grav cycle. I've seen what you call freedom. Not interested. This is it, team. If we want to have a resistance tomorrow, we have to bring it all today. Anything to add, Roman? Don't die. Take care of this crew. Was ihr hier seht, ist ein neuer Trailer zu einem Spiel namens Ghost Runner, das noch 2020 für PC, PS4 und Xbox One rauskommen soll. Leider ist das hier kein Gameplay-Trailer. Ihr könnt das Spiel aber schon ausprobieren, denn noch bis zum 13. Mai gibt's über Steam eine Demo zum kostenlosen Download. Ghost Runner kann man sich ein bisschen wie eine Mischung aus Mirror's Edge, Shadow Warrior und Cyberpunk 2077 vorstellen. Ich habe die letzte Demo auf der Gamescom mal ausprobiert und da hat schon echt Spaß gemacht. Bin gespannt, wie die neue Demo ausfällt. Hello, friends. Have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there? Hands extended in friendship. Tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars. Richtiges Gameplay gab es zum Glück aber von Destroy All Humans zu sehen, nämlich in diesem Trailer. Und mit diesem Trailer wurde auch der Release-Termin verraten. Am 28. Juli kommt das Remake für PC, PS4 und Xbox One raus. Und wie der Trailer hier gleich ankündigt, für Vorbesteller gibt es noch ein extra Skin-Paket. Es gibt aber auch noch 2 Collectors-Editionen mit ganz niedlichen Figuren von unserer fiesen Alien-Hauptfigur Crypto 137. Now I'm gonna get my suit dirty. Wer also ein bisschen tiefer in die Tasche greifen will und auf solche Sachen steht, ich habe euch den Link zum Shop unten in die Videobeschreibung gepackt. Where is he? It has been many years, but this city will never be safe. Not whilst he is still out there. Proper fight!
Ich wollte jetzt nicht groß dazwischen quatschen, aber das war der Trailer zum neuen Total War Warhammer 2 DLC The Warden and the Pounge, der ab dem 21. Mai für 9 € über Steam zu haben ist und 2 neue Fraktionen in das Spiel bringt. Ebenfalls einen neuen DLC seht ihr hier, denn das sind Szenen aus der Game of the Year Edition von World War Z, die mit 3 neuen Levels in der Episode Marseille kommen. Diese 3 neuen Levels kann man aber auch einzeln kaufen, kosten dann 15 € und sind quasi ein Update auf diese Game of the Year Edition. Diese Game of the Year Edition enthält neben der Marseille-Episode auch noch ein paar Premium-Waffen und Charakter-Skins. Ansonsten enthält die Version aber auch alle Inhaltserweiterungen, die es kostenlos seit dem Start von World War Z gab. Und das ist ja unter anderem ein Horde-Modus, Crossplay und natürlich auch ein paar neue PvE-Missionen, die nach und nach in das Spiel eingebaut wurden. Keine Infos gab es bislang zum Start von World War Z auf Steam. Eigentlich ist das Spiel ja schon seit einem Jahr draußen und damit hätte sich die Epic Store Exklusivität auf dem PC erledigt. Bislang wissen wir aber einfach noch nicht, wann und ob das Spiel tatsächlich noch auf Steam veröffentlicht wird. That was really something. Dieses Video wird euch präsentiert von Assassin's Creed Valhalla. Erlebt hautnah die brutale Invasion der Wikinger in Britannien. In einer Welt voller Intrigen und Machtspiele schlagt ihr euch durch die wunderschönen Landschaften des hohen Nordens und erlebt die Mythen und Legenden der nordischen Sagen. Wer das Spiel Ende des Jahres spielen möchte, kann jetzt schon eine der 4 verschiedenen Versionen vorbestellen. Einen Überblick über die verschiedenen Editionen findet ihr im Store. Den Link zur Webseite gibt's in der Videobeschreibung. Das Schmuckstück ist natürlich die Collector's Edition mit der hochwertigen Nachbildung der Spielfigur Ivor auf ihrem Drakkar. Die Collector's Edition ist streng limitiert und nur im Ubisoft Store erhältlich. Besucht außerdem den Store, wenn ihr euch den Vorbestellerrabatt des Ultimate Packs sichern wollt. Das hier ist der erste Gameplay-Trailer zu einem neuen First-Person-Horror-Survival-Spiel namens Made of Scare, das 2020, genau genommen im Juni 2020, für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden soll und im Oktober dann auch für die Nintendo Switch. Made of Scare ist von walisischer Folklore inspiriert und führt uns ins Jahr 1898. Wir sollen das namensgebende Hotel Scare erkunden und dabei die düsteren Geheimnisse eines Familienimperiums aufdecken. In Sachen Gameplay erwartet euch dabei der aus dem Genre durchaus übliche Mix aus Verstecken, Schleichen und Umgebungsrätseln. Aktiv kämpfen kann man, soweit ich das bis jetzt aus der Beschreibung herauslesen kann, wohl nicht. Unser Werk ist getan, Liu Kang. Lord Raiden. Es liegt an dir, eine neue Geschichte zu erschaffen. Dann lass uns gemeinsam beginnen. Stopp, Liu Kang, bevor du uns alle verdammst. Shang Tsung? Mit dem Sieg über Kronika hast du auch ihre Krone zerstört. Ohne sie kannst du die Geschichte nicht neu beginnen. Dass du mich in die Vergangenheit schickst, um die Krone von meiner Insel zu stehlen, zerbricht das Stundenglas noch. Warum sollten wir auf diese Schlange hören? Weil diese Schlange an der Seite Kronikas geschuftet hat und ihre Geheimnisse kennt. Kennst du sie?
Wohl kaum. Mit Mortal Kombat 11 Aftermath wurde diese Woche auch eine neue Story-Erweiterung für das Kampfspiel angekündigt. Die kostet tatsächlich 40 Euro und bringt neben einer neuen Story mit vielen, vielen Zwischensequenzen auch drei neue Kämpfer. Den besten davon sehen wir in diesem Trailer ganz am Ende, aber nur leider in einem ganz, ganz, ganz kurzen Ausschnitt. Rauskommen soll die Aftermath-Erweiterung am 26. Mai auf allen Plattformen, auf denen auch schon das Hauptspiel verfügbar ist. Wer Mortal Kombat 11 noch gar nicht hat, kann auch gleich zur 20 Euro teuren Aftermath Collection greifen und kriegt da dann auch noch das Combat DLC Paket mit 6 neuen Kämpfern, darunter auch der T-800, Joker und Spawn dazu. Sei getaubert. Wann wirst du uns betrügen? Dein Misstrauen amüsiert mich. Damit sie uns gegen Konica hilft. Ich war ihre lebenslange Beschützer. Dieser Shang Tsung ist im Besitz der Krone. Das macht ihn viel zu gefährlich. Und ich bezweifle, dass seine neuen Verbündeten diese Gefahr überhaupt erkennen. Niemand kann sagen, was geschehen wird, nicht einmal ich. Negativ. Ich brauche Verstärkung. Jetzt. Du bist verhaftet, Drecksack. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Ellie! Aber das tun sie nicht. Hört bitte auf! Ich gehe morgen los. Bei den Leuten, die wir bräuchten, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Wie hast du uns gefunden? Du kannst das nicht stoppen. Ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Wir hätten dich töten sollen. Ja, das war euer Fehler. Tja, so viel gibt's dazu nicht zu sagen. Deshalb geht's hier gleich weiter mit dem ersten Gameplay aus Crucible, dem neuen Free-to-Play-Multiplayer-Shooter von den Amazon Game Studios, der ja schon am 20. Mai veröffentlicht werden soll. Welcome to Crucible, where each match is a struggle for control. You and your teammates won't just be going toe-to-toe with the competition. You'll have to adapt to and overcome everything the planet itself throws at you. You'll work together with your fellow Essence Hunters to take down alien creatures, capture objectives, and crush your opponents in search of victory. Crucible attracts all types. Soldiers. Criminals. Rogue agents. Hunters team up in three different game modes. Heart of the Hives is a 4-on-4 race to capture the hearts left behind by monstrous hive creatures. In Alpha Hunters, you and a partner take on all comers in a fight to be the last hunter standing. Harvester Command has two teams of eight competing to see who can rack up the most essence by controlling essence harvesters. Welcome to Crucible. Get in there and show the galaxy what you're made of.
Wie gesagt, Crucible startet am 20. Mai exklusiv erstmal für den PC. Ist ein Free-to-Play-Spiel und wenn ihr mehr zu den einzelnen Helden erfahren wollt, ich habe euch den Kanal mit Einzelvideos zu den Figuren in der Videobeschreibung verlinkt. With courage. For honor. In strength. Was ihr gerade gesehen habt, war ein Trailer zu einem neuen Stealth-Transporter in Star Citizen und zwar in der Alpha-Version 3.9, die ja jetzt verfügbar ist. Das Raumschiff heißt Hesperia Prawler und kann bis zu 16 Soldaten transportieren und hat 2 Piloten. Was hier jetzt läuft, ist der Trailer zur Alpha-Version 3.9, der so einen kleinen Überblick darüber liefert, was denn da jetzt so alles neu drin ist in Sachen Locations und neuen Funktionen, zum Beispiel der Gefängnisausbruchsmission. Cartel mission is really cool. It's the first Tavaran ship we've seen in game. Hunger, thirst, and extreme temperatures, it all affects you now. We are really, really excited to see how players respond. Ebenfalls jetzt verfügbar ist das Frostbite-Update für Subnautica Below Zero. Das ist ja die Standalone-Fortsetzung zu Subnautica. Und im Gegensatz zum Hauptspiel ist diese Erweiterung, für die man das Hauptspiel aber nicht braucht, immer noch im Early Access. Und vor einer Weile hatten die Entwickler angekündigt, dass sie den ganzen Story-Part, besonders das Intro, überarbeiten wollen. Und genau das ist jetzt passiert. Es gibt jetzt ein neues Intro, in dem wir sehen, wie Robin auf dem Planeten 4546b abstürzt auf der Suche nach ihrer Schwester Sam. Das Video zeigt außerdem einige der Verbesserungen, die das Update gebracht hat. Die komplette Liste der Neuerungen habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, denn das ist tatsächlich mehr, als jetzt hier im Video gezeigt wird. Eine der spannendsten spielerischen Neuerungen könnte übrigens der Quantencontainer sein, denn in dem kann man Objekte lagern und dann aus einem anderen Quantencontainer von überall auf dem Planeten drauf zugreifen. When the neutron star destroyed Earth. You and millions of others were sent on a mission to find humanity a new home. As your Ark ship touches down in an undiscovered solar system, you must decide how you will rebuild in this vast new world. Welcome to Dual Universe, a revolutionary MMO set in a world shaped by its players. Dual Universe allows millions of players to interact with each other in a single, fully editable world. In this shared universe, every ship built, every city founded, and every battle waged writes a new chapter in the history of the game. In Dual Universe, you can build anything you can imagine, from simple outposts and ships to massive space stations. You can create awe-inspiring structures on your own, or unite with other players to build flourishing cities. With a well-designed spacecraft, you'll be able to explore and claim territory on any planet you can reach. The game features a real market economy where every player creation can be bought, sold, or traded. Within this economy, you can mine raw materials and develop industries to mass produce goods. There are many ways to become wealthy and powerful in Dual Universe. Players can join forces by creating organizations. United, you can build massive business empires, start colonies, and even found nations. As your organization's influence grows, you will need to form alliances and be prepared to defend your interests in battle. In Dual Universe, combat can range in scale from a simple one-on-one skirmish
to massive warfare with hundreds of ships. You can be the solo pilot of an agile fighter, or command a large warship that needs a crew of players to man its many weapons. You can also repair and modify your ship in the middle of a firefight. In our shared universe, players are given unprecedented freedom to shape their world. Every battle won or lost, every business empire built, and every nation founded has a meaningful impact as players create history and invent the future. This is your world. How will you leave your mark in Dual Universe? Dazu nur ganz kurz gesagt, wenn ihr jetzt Dual Universe kauft, dann könnt ihr die Alpha spielen, aber ähnlich wie bei Star Citizen ist auch dieser Trailer hier ein So-soll-das-mal-sein-Ding, nicht unbedingt ein So-ist-das-aktuell-schon. Also so begeisternswert das jetzt auch klingt, die spielerische Realität in dem Spiel ist noch weit von der Vision des Spiels entfernt. Falls ihr euch übrigens wundert, warum ich bislang nicht einen einzigen Trailer aus der Xbox-Spielepräsentation vom letzten Donnerstag hier ins Video mit aufgenommen habe, das liegt daran, dass wir das ja im Grunde genommen schon alles durchgegangen sind, mit einer Ausnahme. Wir haben in unserer Auswertung scheinbar Dirt 5 völlig übersehen. Und deshalb läuft hier nochmal der Trailer zu Dirt 5, das ja im Oktober 2020 schon für PC, über Steam, für Xbox One und PlayStation 4 rauskommen soll und dann Anfang 2021 für Google Stadia und für die PlayStation 5 und die Xbox Series X. Der Trailer zeigt auch schon mal ein paar der Klassen und der Locations, die es im Spiel geben wird. Unter anderem geht es nach New York, es geht nach Rio de Janeiro, es geht nach Griechenland und China. In jeder Region wird man wohl in anderen Jahreszeiten unterwegs sein. Zu den Fahrzeugklassen gehören Buggies, Trucks, Rockbouncer und klassische und moderne Rallye-Autos. Zudem hat der Entwickler Codemasters inzwischen auch einen 4-Spieler-Splitscreen-Modus angekündigt und wie in der Präsentation am Donnerstag ja schon zu sehen war, werden Nolan North und Troy Baker als Synchronsprecher mit im Spiel dabei sein. Weiter geht's mit einem neuen First-Person-Koop-Shooter namens Evil v Evil, der Ende 2020 für noch nicht genau genannte Plattformen rauskommen soll. Evil v Evil takes place in the near future, where vampires and other supernatural creatures have come out from the shadows to eat people. Everything that used to be hidden is out in the open now. The supernatural has become part of everyday life. Our story focuses on vampires that have found a specific niche in society. I can't talk too much about our characters, but they're all vampires, and they are definitely products of their time. The world has changed, and now they have to change with it. The game is a fast-paced first-person shooter that you can play alone or with your friends in cooperative multiplayer. This is going to be a live product with community-driven storytelling and weekly releases. It's going to be about player actions and choices that will affect the storylines of future episodes. This is going to be a free-to-play game and we are super excited to have you join us and play Evil v Evil. Tja, also ein Live-Service-Game, das sich nach und nach weiterentwickeln soll. Evil v Evil wird von Toadman Interactive entwickelt, die man in erster Linie vom Souls-like-Shooter Immortal Unchained kennen kann, der aber jetzt auch nicht unbedingt gerade Top-Wertungen eingefahren hat. Da dieses Spiel hier aber Free-to-Play werden soll, kann es auf jeden Fall nicht wehtun, es zumindest mal auszuprobieren. Eine Überraschung gab es diese Woche auch für Fans von Star Wars Jedi Fallen Order, denn da kam ein kostenloses Update raus, das nicht nur einen New Game Plus Modus bringt, also die Möglichkeit mit allen freigeschalteten Cosmetics nochmal von vorne zu starten, sondern auch einen neuen Challenge Modus, wo man sich seine eigenen Herausforderungen zusammenbasteln kann und eine Art Horde Modus, wo man in Arenen auf verschiedenen Planeten gegen immer stärkere Gegnerwellen antritt. Teil der Erweiterung, die es sowohl für den PC als auch die Konsolenversion gibt, sind auch ein paar neue kosmetische Anpassungsmöglichkeiten, zum Beispiel eine neue schwarze Sith-Uniform. Und wenn wir schon bei Star Wars sind, dann machen wir doch in ein paar Sekunden weiter bei Star Wars Battlefront 2, denn da wurde am 30. April, ich weiß, es ist jetzt schon ein paar Tage her, aber ich habe ja letzte Woche keine Trailer-Rotation gemacht, da wurde das letzte Content-Update veröffentlicht, The Battle for Scarif. Und was diese kostenlose Erweiterung brachte, wird in diesem Trailer erklärt. Scarif is a unique battlefront with islands, white beaches, palm trees, sandbars and crystal clear waters. The beautiful scenery is contrasted by towering imperial facilities. Play supremacy in the age of rebellion. Dive into the large conflicts and fight for dominance on Scarif, Hoth, Death Star 2, Tatooine and Yavin 4.
A selection of these planets will include the option to play as starfighters. These same locations will also be added to Instant Action, along with an entirely new option for solo play. Instant Action Missions. Attack and defend sectors with and against AI bots in a variety of exciting scenarios. I'm also excited to announce some fan-favorite appearances dropping with this update. You think you can resist? With the Battle on Scarif update, we've realized our vision with Star Wars Battlefront 2. To empower you to immerse yourself in epic battles from your favorite Star Wars era your own way. Join me. I'm extremely proud of what the team has accomplished through launch and the many updates after. We now hand it over to you. With the servers, in-game challenges, and recurring events continuing to stay live, we look forward to hearing your stories from the Battlefront for years to come. On behalf of all of us, thank you very much. And may the Force be with you always. Tja, bleibt nur die Frage, wann und ob jemals ein Battlefront 3 kommt. Zum Abschluss wollte ich euch noch diese Woche das ausführliche Vorstellungsvideo zu Deep Rock Galactic zeigen, denn das Spiel verlässt am 13. Mai den Early Access und da war es ja schon super erfolgreich. Ich denke mal, daran wird sich auch nach dem Release nichts ändern. Hier ist eine längere Vorstellung dazu, was das eigentlich ist und was man da macht. Deep Rock Galactic is a 1-4 player co-op FPS. And very much focused on two things, mining minerals and blowing up alien monsters. You are a dwarven combat miner, part of a team of up to 4 highly skilled specialists, working for the space mining corporation Deep Rock Galactic. Between each mission, you'll be able to choose between 4 different classes. The gunner is the guy with the Gatling gun. The bread and butter, heavy combat miner. Found at the front of his team and putting down a blistering hail of gunfire. His primary job is simple, area denial. Putting his rapid fire weaponry, heavy revolver and grenades to good use in keeping his team safe from the slavering hordes. Among his equipment, you'll also find a deployable shield generator capable of shielding the entire team for a limited time, as well as the ever handy zipline gun. That lets him put up zip lines across the deep chasms you'll come across. The scout is all about lighting and mobility, which is good since the caves of Huxley's are renowned for their impenetrable gloom. While all dwarves carry flares to light up the dark, the scout is the only one with a dedicated flare gun to fire special high-intensity flares over long distances. Besides his assault rifle, sort of shotgun and freeze grenades. He also comes equipped with a rechargeable grappling gun that lets him quickly escape enemies and zip around the environment pretty much exactly how he wants. The engineer, meanwhile, is a quite different beast. The engineer supports the team by plunking down automated turrets and thus helps secure zones for longer-term mining or preparing for incoming alien swarms. And once they arrive, he is conveniently equipped with a rapid-fire shotgun, as well as a heavy-duty grenade launcher for clearing out packs of smaller aliens in a single blow. When he's not setting off massive explosions, he usually got his platform gun equipped, a most ingenious tool that allows him to set up handy platforms for himself and his teammates. And finally, the driller, the miniest of the combat miners. As the name implies, he comes equipped for the task with a set of titanium drills, letting him chew through rock and stone like butter. And for range, he carries a small caliber pistol, as well as a devastating flamethrower for laying down sheets of sticky flame and incinerating anything in his path. Deep Rock Galactic is at heart a co-op game, but in case you should want to traverse the depths of Huxley's alone, that is fully possible. Going on solo missions gives you all the same options as otherwise, and also gives you an AI companion, your trusty robot sidekick, Bosco. He will follow along as you head down, and while he's no dwarf, he will dig minerals, shoot enemies, and light up the caves according to your orders. At mission's end, you will return to the orbital space rig. This is where you get to make use of your hard-earned credits and minerals,
Spend them on dozens and dozens of gear upgrades for your weapons, tools, and personal robots. And complete milestones to unlock special perks to improve your mining performance. But what good is all that if you don't look good doing it? At the DRG Cosmetics Shop, you'll find everything a growing dwarf needs to look his best. And at the end of a busy day at work, head to the cozy Abyss Bar for some R&R. Wet your whistle with one of our many special dwarf brews, or perhaps get your groove on over by the jukebox. This is Mission Control, signing off. Welcome aboard, Miners. Das war's für diese Woche. Wie gesagt, die ganzen Trailer aus der Xbox-Präsentation haben wir schon in einem anderen Video abgefrühstückt und den Link dazu findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, hier waren ein paar neue Sachen für euch dabei. Ihr habt ein paar interessante Spiele vielleicht entdeckt oder die ein oder andere nützliche Information mitnehmen können. Und wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann, euer Fritz.